Moin Moin Hero Maniacs, wollt ihr ein Bömpchen oder wollt ihr vielleicht was Tolles und ganz Exklusives zu Overwatch gewinnen? Ja, dann bleibt dran, ruft laut Trick or Treat und nach dem Intro geht's los. Ja, moin moin Hero Maniacs, keine Sorge, es gibt heute Mittag noch ein richtig umfangreiches Overwatch-Video zum PTR-Patch, was ihr vermutlich von mir auch erwartet habt. Ich habe aber tatsächlich heute Morgen, beziehungsweise vor ein paar Minuten, ja, von Blizzard ein Paket bekommen. Und gut, der Begriff Paket ist hier ein bisschen lose, wenn es so eine Versandtasche ist. Das ist auch relativ leicht, ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe keine Ahnung, ob es mit meiner BlizzCon-Reise zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich dachte, wir schauen mal gemeinsam rein. Ja, es ist immer so aufregend, wenn von Blizzard irgendwas kommt, was nicht angekündigt ist, was man nicht selbst im Store bestellt hat. Und euch dann so ein bisschen dran teilhaben zu lassen, ist natürlich immer ganz cool, wenn ich einfach die Kamera drauf halte. Ja, und wie wir schon sehen, es hat etwas mit Halloween zu tun. Trick or Treat, liebe Hero Maniacs. Ja, ein paar Halloween-Taschen, die mir hier zugeschickt wurden. Das ist ja sehr cool. An der Stelle muss man sagen, wer sich gar nicht mit Halloween auskennt, im Grunde genommen, die Kids in den Staaten laufen ja mit ihren Beuteln umher, gehen an die Türen, rufen Trick or Treat oder Süßes, sonst gibt's Saures, bekommen dann Süßigkeiten in ihre Taschen und solche Taschen verschickt Blizzard scheinbar gerade an uns europäische US-Content-Ersteller, je nachdem. Ich habe noch nichts in den US-Foren gesehen. So, wir haben eine schöne Dr. Junkenstein-Maske auf jeden Fall drin. Die ist natürlich sehr cool. Damit unser Halloween-Outfit natürlich auch perfekt ist. Aber die Beutel sind auch übrigens sehr geil. So, was haben wir noch? Wir haben ein paar Informationen zu Overwatch. Ein paar allgemeine Sachen, keine Codes oder irgendwas. Keine gratis Lootboxen. Ein paar schöne Sticker, die uns die Sprays aus dem Spiel zeigen. Ja, sehr geil. So, was haben wir da noch drin? Da sind nämlich noch ein paar Sachen drin. Ich glaube, man sieht es schon durch die anderen Sachen da durchblitzen. Es sind noch ein paar Luftballons drin. Natürlich, was wäre eine Halloween-Party ohne orange-schwarze Luftballons? Und ein kleiner Pin. Ja, cooler kleiner Halloween-Loot, würde ich sagen, den wir hier bekommen haben. Und wisst ihr was? Ich habe hier so viele Tüten bekommen. Ich glaube, die verlosen wir. Ich glaube, die verlosen wir. Ja, aber coole Tüten übrigens an der Stelle. Auch mit den Designs drauf. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank an der Stelle an Blizzard. Vielen Dank an Albert. Coole kleine Sache, die hier in meine Richtung gekommen ist. Das freut mich natürlich sehr. Ach, immer so ein paar exklusive Sachen sind schon relativ cool. Ja, ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich habe den Luftballon nochmal aufgeblasen. Ja, und wie ich schon sagte, wir werden... das sind so viele Tüten. Ich werde die verlosen. Ich werde die unter euch bringen. Das heißt, eine behalte ich für mich. Ja, es muss sein. Aber ich habe dann noch 5 weitere Tüten. Und wisst ihr was? 2 könnt ihr heute unter dem YouTube-Video gewinnen. Ich werde in den nächsten Tagen, ich werde auf Twitter noch welche raushauen. Also eine. Ich werde im Stream welche raushauen, vermutlich morgen. Aber wie könnt ihr die gewinnen? Die 2, die ich hier verlose? Relativ einfach. Geht in die Kommentare und schreibt mir, warum ihr eine dieser 2 Tüten gewinnen solltet. Ich werde tatsächlich durchgehen, werde mir den besten Grund raussuchen. Also gebt euch ruhig ein bisschen Mühe. Das wird diesmal nicht Zufallsprinzip sein. Ich werde alle Kommentare lesen und die in meinen Augen besten 2 dann prämieren. Diejenigen kriegen jeweils einen dieser Halloween-Beutel. Wie gesagt, haltet Ausschau auf meinen Twitter-Account. Da werde ich in den nächsten Tagen, im Verlauf der nächsten Woche, irgendwann random, ja, auch welche raushauen. Eine auf Twitter dann und werde vermutlich 2 in den nächsten Streams raushauen. Also vielleicht Samstag eine, Sonntag eine. Ich finde, das kann man auch ein bisschen zelebrieren, wenn sowas Exklusives kommt und ja, für euch eine Chance, ein paar Halloween-Tüten zu gewinnen. Warum eigentlich nicht, oder? Also, legt los, geht in die Kommentare, und im besten Fall folgt mir schon mal auf Twitter, weil da gibt es dann auch was zu gewinnen und kommt morgen in den Stream ab 11 Uhr. Auch eine Möglichkeit, auch zu gewinnen. Cool, danke an Blizzard.